Juhu, da ist sie. Und der kleine Nils war doch schon so aufgeregt. Jetzt gibt's im Familienalbum einen neuen Schnappschuss. Blumen für die Kanzlerin. Es ist das Ereignis im oberbergischen Örtchen Waldbröl. Angela Merkel kommt zu Besuch. Da sind die Großen mindestens genauso aufgeregt wie die Kleinen. Hier sind sie buchstäblich alle aus dem Häuschen. Bodo Löttgen könnte jetzt aufgeregt sein. Schließlich ist Waldbröl sein Wahlkreis und er damit Gastgeber. Konzentriert sich aber erstmal aufs Wesentliche. Zu viel läuft schief im Land und deswegen muss die CDU die Wahl gewinnen, um es besser zu machen. Nur wer mit beiden Stimmen CDU wählt, verhindert, dass die FDP Frau Kraft erneut zur Macht verhilft. Nur wer mit beiden Stimmen CDU wählt, verhindert Rot-Rot-Grün als großmöglichen Schaden für unser Land. Und deshalb sage ich, lassen Sie uns gemeinsam für eine gute Zukunft unserer Heimat in Oberberg und für Nordrhein-Westfalen kämpfen. Spitzenkandidat Armin Laschet ist quasi auf dem Weg ins TV-Studio zur Wahlarena, wollte aber auch unbedingt in Waldbröl vorbeischauen und hält eine kurze, aber motivierende Rede. Und die Frau, die den ganzen Ort in Aufregung versetzt hat? Sie macht klar, dass NRW mit der CDU wieder ganz nach vorne kommen kann. Und auch wenn sie den Saal zwischendurch zum Lachen bringt. Ist ja, hat sich ja was Komisches eingebürgert, nicht? Ich sag mal, macht's Piep oder Klick? Guckt man. Und der neben einem steht, ist Nese. Wird erstmal geantwortet, ob was Wichtiges passiert ist. Und ich sag, dreimal am Tag muss man auch Vorfahrt sein für den, der neben einem sitzt oder steht. Und den Rest des Tages kann man ja dann wieder so machen. Na gut, also. Mit ihrer Kernbotschaft ist es ihr Ernst. Diskutieren Sie einfach nochmal und sagen, das ist unser Leben. Unsere Frage von unserer Stadt, von unserer Familienpolitik, von unserer Bildungspolitik. Und unter diesem Blickwinkel reden Sie mit den Menschen, denen Sie noch begegnen und sagen, Leute, da geht's um was. Und zwar um unser Leben. Und das wäre mir sehr recht, denn ich glaube, es wäre ärgerlich, wenn man dann hinterher sagt, ach Mensch, hätte ich mal und so und war doch, hatte doch einen netten Gedanken an Armin Laschet, aber bin ich doch nicht rausgegangen und so. Es zählt jede Stimme. Damit gehen wir alle motiviert in die letzte Woche vor der Wahl. Und der kleine Nils, der wird irgendwann platzen vor Stolz, weil er ein Foto mit der Bundeskanzlerin in seiner Heimat Waldbröl hat.